Hey, öffnet endlich das Tor! Dell, du hast gesagt, hier unten wären Könige begraben. Der Typ hier war definitiv ein König. Da ist er! Wie zum Teufel sollen wir ihm jetzt folgen? Da ist ein Springer! Wir müssen da durch und diesen Häscher verfolgen. Ja, klar. Aber wie? Jemand was gefunden? Hey, da ist ein Loch unter dem Ding. Helft mir mal beim Schieben. Danke. Können wir bitte nicht Schere, Stein, Papier spielen? Oder wie Dell es auch nennt, Papier, Papier, Papier. Lustig. Sehr lustig. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Wir haben uns verirrt. Ganz einfach. Wenigstens sind wir aus den Katakomben. Finden wir den Häscher. Das ist für mich. Will sich jemand durch dieses Zeug schneiden? Thank you.
Wenn wir den Häscher finden wollen, sollten wir uns trennen. Dirk, geh oben lang und gib uns Deckung. Oh, verdammt! Ein großer Schwarm, aber kein Häscher. Hey, da oben sind Jäger! Schalte sie aus! Schon, helfen wir ihm! Teamwork! Gut, nur wissen wir immer noch nicht, wo wir hingehen. Ja, ja, Nebensächlichkeit. Spitze, noch mehr Schleim. Würden uns Brotkrumen den Weg weisen. Hier sind es Schleimtüren. Sieht aus, als hätten wir die Mine endlich gefunden. Und mehr Häscher. Sie gehen direkt dort hinunter. Wie sollen wir ihnen jetzt noch folgen? Ihnen folgen. Darunter. Ja klar, warum auch nicht? Vielleicht mit diesem alten Erztransporter. Sieht aus wie der Fahrstuhl zur Hölle. Klingt gut. Genau da wollen wir auch hin. Ist der Erztransporter sicher? Wann wurde der zum letzten Mal benutzt? Vor 25 Jahren, als die Leichen hier runtergebracht wurden. Warum wurden die Locust überhaupt in einer Mine begraben? Sie konnten die Leichen wegen der Kristallisation nicht einäschern. Sie zu begraben war die einzige Option. Ja, aber die Locust kommen aus der Erde. Hat ja niemand gesagt, dass es eine gute Idee war. Das Dock liegt genau vor uns. Scheiße. Bam! Du klingst überrascht. Komm schon, du bescheuertes Scheißstück!
Strecke, dein Netz! Sehen wir mal, ob der Erztransporter noch einsatzfähig ist. Los, die Leitern hoch! Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Okay, was ist los? JD, wir wissen nicht, was da unten auf uns wartet. Wir wissen nicht einmal, was das für Dinger sind. Wenn ich in ein brennendes Haus laufe, will ich wissen, wie schlimm das Feuer wütet. Hey, Del, wenn du Angst hast... Alter, das hat mit Angst nichts zu tun. Im Moment weiß ich ja nicht mal, was für ein Haus es ist. Als du die Chor verlassen wolltest, hab ich gezweifelt? Hab ich gezweifelt? Hast du nicht. Weil ich dir vertraut hab. Und jetzt will ich, dass du mir vertraust. Mein Vater lebt und er ist da unten. Okay. Was ist mit dir? Wir sind so weit gekommen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Del, glaubst du, das funktioniert? Vielleicht. Ich meine, die Core-Technologie von damals wurde für die Ewigkeit gebaut. Alles klar. Suchen wir die Kontrollstation und starten das Ding. Ist das wirklich eine gute Idee? Mal ehrlich, seht euch das Ding an. Okay, das ist seltsam. Die haben einen Fabrikator hier gelassen. Ich frage mich, ob er funktioniert. Erledigt! Na also, wir sind wieder im Spiel. Klasse, wir haben das Licht eingeschaltet. Aber warum startet der Motor nicht? Gute Frage. Wahrscheinlich kein Benzin mehr. Wir könnten auf den Reservetank wechseln. Okay, wo machen wir das? Gleich da drüben auf der unteren Brücke. Ich kümmere mich drum. Ich bleibe hier, um ihn dann anzuwerfen. Okay, alles klar, du kannst starten. Wird schon schief gehen. Und los! Ab nach unten! Dir ist schon klar, dass wir in einen riesigen Schwarmstock voller Monster fahren, oder? Ich gebe zu, dass ich das in der Aufregung ganz vergessen habe. Gerade bei Monstern sind. Wir haben einen Fabrikator, oder? Dann lasst uns das Steuerungsdeck verbarrikadieren. Wir können es gut verteidigen und... Ja, geht klar. Gut verteidigen reicht mir schon. Und was auch passiert, wir werden hier auf der Plattform den Arsch zukneifen. Den Arsch was? Zukneifen. Tut mir leid, sagt man so beim Militär. Ja,
Okay, und was heißt das? Dass das eine suboptimale Situation mit zu wenig Ausrüstung ist. Na, also eigentlich alles wie immer. Ja, so ziemlich. Leute, hört ihr das? Was zum Teufel geht hier vor? Verdammt! Diese Scheißratten! Sie haben sich in den Zahnrädern verfangen! Wir werden geentert! Gott verdammt! Wir müssen dieses Deck halten! Linke Seite, da kommen sie! Oh Scheiße! Larven im Anmarsch! Ein Problem. Das war's. Bin mir aber nicht sicher, ob das die letzten waren. Dann lasst uns mehr Befestigungen bauen, damit es für die so suboptimal wie möglich wird. Wow. Wenn du weiter so quatscht, macht dich Jin glatt zum zweiten Lieutenant. Ach, wirklich? Knall mich lieber selbst ab. Hey, so wie es gerade läuft, geht dein Wunsch vielleicht in Erfüllung.
Nein, Scheiße! Hierher! Gestochen, damit jongliert und es uns dann als Hut aufgesetzt. Klingt, als kämen noch mehr von denen. Wir brauchen Befestigungen. Ranken. Sie haben den Motor überhitzen lassen. Sie haben immer noch nicht genug. Okay, ihr wisst, was zu tun ist. Scheiße, von rechts! Links!
brauchte. Ah, okay. So. Wir sitzen hier fest. Haltet die Jäger aus. Und du bist raus. Wir sind umzingelt. Wir müssen die Plattform bewegen. Werfen wir sie an. Warte, das wird nichts. Die Ranken haben den Motor überhitzt. Wenn wir ihn nicht runterkühlen, geht es nirgendwo hin. Toll. Und was jetzt? Wir müssen den Maschinenraum finden. Okay, jetzt müssen wir das Kühlsystem hochfahren. Und ich wette, mit den großen Rädern dort an der Wand schaffen wir das? Endlich macht sich die ganze Mechanikpaukerei mal bezahlt. Rüber zum anderen Ventil! Ja, dann wollen wir mal. Das muss klappen. Jetzt macht die Kühlflüssigkeit den Rest. Gut, sie bewegt sich wieder. Hast du das gehört? Offenbar sind wir noch nicht fertig. Dann mal los! Ach du Scheiße, da sind Springer! Was war das jetzt? Ich weiß es nicht, aber das Ding ist scheiße.
Wir stürzen ab! Was ist mit der Notbremse? Wo? Andere Seite der Plattform. Los, los! Dafür haben wir keine Zeit! Steh mir nicht im Weg rum! Das war's. Sind alle noch heil? Also mein Kopf ist noch dran. Soll mir reichen. Dann suchen wir meinen Dad.